Von morgens früh bis abends spät saß ich dich vor der Kiste. Es ging so weit nach einer Zeit, dass ich dich schon vermisste. Reden konnte ich mit dir nur in der Werbepause, denn du suchtest grad Bauersfrauen mit der Inka-Bause. Ich wollt mit dir zum Essen gehen in die Baguetterie. Dann nahmst du fix ein Kistchen mit und eine Batterie. So gingen wir zu dem Lokal mit Kiste Hand in Hand. Zu meinem Schreck hing dort jedoch ein Flatscreen an der Wand. Sie guckt halt fern, denn was hat sie denn? Da braucht sie nie ihre Fantasie. Sie guckt halt fern, denn das hat sie gern. Schaut im Leben zu und hat ansonsten ihre Ruhe. Im Urlaub wolltest du für unser Zelt eine Antenne und einen Fernsehtechniker, ob ich denn einen kenne. Ich lag dann meist allein am Strand und du warst in dem Zelt. Du hattest 30 Sender jetzt aus aller Herren Welt. Zur Weihnachtszeit bekam die Kiste eine rote Mütze. Zum Kochen blieb dir keine Zeit, so gab's nur rote Grütze. Und auch zum Jahreswechsel war die Küche wie verlassen. Da fing bei mir die Hoffnung an, so langsam zu verblassen. Sie guckt halt fern, denn das hat sie gern. Denn dann braucht sie nie ihre Fantasie. Sie guckt halt fern, denn das hat sie gern, yeah. Schaut dem Leben zu und hat sonst ihre Ruhe. Schon kurz darauf galt es bei uns dann zeitversetztes Fernsehen. Zum ersten Mal war es nur möglich, kurz mal abends ausging. Du erzähltest mir beim Essen jedoch nur von dem TV. Da wurde es mir klar, im Grunde hab ich keine Frau. Sie guckt halt fern, denn das hat sie gern. Da braucht sie nie ihre Fantasie. Sie guckt halt fern, denn das hat sie gern. Schaut dem Leben zu und hat sonst ihre Ruhe. Sie guckt halt fern, denn das hat sie gern. Da braucht sie nie ihre Fantasie. Sie guckt halt fern, denn das hat sie gern. Schaut dem Leben zu und hat sonst ihre Ruhe. Sie guckt halt fern, denn das hat sie gern. Da braucht sie nie ihre Fantasie. Sie guckt halt fern, denn das hat sie gern, yeah. Schaut dem Leben zu und hat sonst ihre Ruhe.